Ladies and gentlemen, welcome to the new. Wir werden wieder nach München fahren mit der ganzen Familie. Wir werden gut essen, wir werden Spaß. Frisch vom Friseur, gefällt mir gut. So, und jetzt holen wir die Lena ab. Und dazu kann nur ein Artist gehört werden. Vamos! Schön. Jetzt hast du hier die ganzen Haare auf der Hand. Nee, geht. Sexy. Die Weste habe ich der Lena geschenkt und die ist so geil einfach. Da sind einfach meine Initialien drauf. Die trägst du wirklich viel zu wenig. Ja. My dog. Hello there. My other dog. Okay, die Reise beginnt. Wir haben 9.10 Uhr. Das war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich die Sachen schon vorher gepackt habe. Ah, meine Jacke. Die Essentials. Auf jeden Fall kann die Reise jetzt beginnen. Diese Reise wieder ein kleines Special Guest dabei. Hallo. Nein, ich habe meine Handcreme vergessen. Ah nein, Fußlotion. Du schaust da raus. Zeigst du mir die Kamera Brille an. Na, das hat. Wo steht das mit EBC? Auf der Anzeige. Ach so, Waggon 4. Ananas Maracuja Apfel. Es riecht wirklich nicht gut. Wollt ihr riechen? Nicht so meins. Ich finde, das schmeckt nach chinesischen Nudeln. Okay, knapp 24 Stunden später, wir haben 12.30 Uhr, sitzen wir in einem recht coolen Laden mit dem Namen La Burrita. Das Ganze ist mexikanisch. Wir werden ein bisschen Tacos essen und mal schauen, was es so gibt. Ich habe schon gefragt, ob wir filmen dürfen, also das ist gar kein Problem. Ja, ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Mit dabei ist natürlich Special Guest wieder. Also, was wollen wir trinken? Eine Mango-Maracuja, hausgemachte Limonade. Ja. Super. Was ist so dein erster Eindruck vom Laden? Ich finde es richtig süß, vor allem auch, das, wie das alles so designt ist und so. Richtig cute. Klo ist auch schön. Die Sachen klingen auch richtig gut. Okay, also wir haben uns jetzt für ein Burrito entschieden. Den Chicken Tinga, da ist drin Reis, Babyspinat, Cheddar, Mozzarella, Mixed Beans und Koriander. Und Chicken halt. Ein Street Corn mit Parmesan und Koriander. Ein was? So einen Mais, den du so abknabberst. Mit Parmesan und so. Ist jetzt nicht so meins. Ja, wenn du willst, bestell ihn dazu. Sicher lecker. Wenn ihr euch erinnern könnt, ein Vlog vor 3 Videos oder so, da waren wir auch hier genau an der Stelle, nur da drüben, beim Ruff's Burger. Der ist richtig gut. Wir haben geglaubt, das ist so ein Laden, der einfach so da ist, aber es ist eigentlich eine Riesenkette. Waren wir ein bisschen enttäuscht, aber er war trotzdem gut. Das mit dem enttäuscht ist, glaube ich, ein bisschen unnötig. Wieder schön zum Mollen. Der Drink sieht richtig geil aus, oder? Ja. Du kannst probieren. Boah, der schmeckt richtig gut. Ein richtig intensiver Maracuja. Sollen wir durchmischen? Ja. Und darf ich die Kiwi haben? Dann kriege ich aber die Erdbeere dafür. Okay. Der ist extrem gut. Lecker, gell? Ja. Nicht wie dein Getränk im Zug. Ich finde, das schmeckt nach chinesischen Nudeln. Das ist super. Extrem gut. Das im Sommer. Übrigens haben wir jetzt perfektes Wetter. 17 Grad, Sonnenschein, Mitte März. Boah. Am Anfang waren wir ein bisschen enttäuscht, weil wir wollten eigentlich Tacos haben. Bisschen Tacos essen, weil ich hätte euch so viel erzählen können über Tacos und welche verschiedenen Sorten es gibt und so weiter und so fort. Aber das kommt dann das nächste Mal dran. Also Tacos machen wir auf jeden Fall auch noch. Darauf freue ich mich schon richtig. Lena, wie viel von 10? Ich würde sagen 8,5. Also schon sehr lecker. Bei mir ist da sogar eine 9. Wollen wir beide so ein bisschen Sushi und Sträuchchen so? Wie cool ist es eigentlich, dass es so schön ist? So, dass es der erste richtig schöne Tag, wo man so draußen sitzen kann, essen. Die Nachos sind auch richtig gut. Okay, ich beiße jetzt rein. Mag dich nicht länger aufhalten, Lena. Schade, es ist relativ hart sogar unten. Das dippt man so, oder? Wir nehmen ein bisschen Guac. And then we dip. And then we bite. Ich glaube, mexikanisches Essen ist Top 3 auf der Welt. So gute Essen. Und der schmeckt, wir setzen uns einfach so auf in irgendeinen Laden und kriegen so ein krankes Essen. Das ist gestört. Du musst probieren, Gewehr. Ja, ist auch schon mal gut. Kann ich das auch so? Ja.
Boah, der ist auch ein bisschen scharf, gell? Mhm. Aber ich glaube, wir finden es auch so gut, weil wir einfach das Essen nicht gewohnt sind. Wir essen ja eigentlich nie so Rito, Taco, ab und zu mal ein Dürüm, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist auch lecker. Das ist lecker? Feed me. Ja, okay, das ist meine Gabel. Mm, das ist zum Beispiel nicht so meins. Boah, das ist ein Stück mit viel Reis. So gut. Es sind halt nicht so große Chicken-Stücke, sondern so eher so kleine, faserige, wisst ihr was ich meine? Pulled. Sag mal Pulled. Ja, ich glaube. Pulled Chicken, nicht Pulled Pork. Pulled. Ja, Bolivia. Und in Kombination mit diesem Getränk. Top, 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 top. So kann der Tag starten, oder? Sehr empfehlenswert. Also versteht mich nicht falsch. Ich glaube, wenn man das in Mexiko isst, dann lachen die einen halt ein bisschen aus so. Aber dadurch, dass wir es halt hier kaum haben, ist es halt richtig gut. Ich gebe dem einen 9. Das hat auch voll gepasst für zwei Leute eigentlich. Also ich fand es auch richtig stark. Ich würde dem auch so eine 8,5 geben, vor allem weil die auch voll nett waren. Also das Gesamtpaket ist schon super, also 8,5. La Burrita können wir abhaken, oder? Können wir empfehlen. Sehr empfehlenswert. Und vor allem ist die Gegend hier richtig schön, weil das ist jetzt nicht so, wo es so crowded ist, sondern halt, wo es auch so richtig gemütlich ist irgendwie. Müsste herkommen, La Burrita. Und es war gerade Champions League aus, also Bayern spielt gegen Arsenal. Und Bayern muss da weiterkommen. Einer meiner besten Freunde ist Arsenal-Fan, das wird geil. 10 Uhr, wer jetzt reingeht. Du musst jetzt reingehen. Okay. 3, 2, 1, 6. Ach. Okay, second spot today. No. Okay, zweiter Spot heute. Und zwar sind wir im englischen Biergarten beim chinesischen Turm. Und ich wollte eigentlich was typisch bayerisches, aber ich glaube, Currywurst ist gar nicht bayerisch, gell? You are a YouTuber? Yeah. What's your name on YouTube? Pouch Production. Pouch Production? Yes. Bye. Bye. Wir werden später noch ein bisschen was essen und haben jetzt nicht so richtig Bock auf was richtig Deftiges, deswegen haben wir jetzt einfach was zum Teilen genommen. Okay, jetzt brauchen wir noch was zu trinken, ne? Extrem teuer, egal. Gibt's keinen kleinen Radler? Servus. 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 Zwei Bier und ein Radler, bitte. Dankeschön. Ein Bier für meinen Bro, der Radler für Kitty. Der Biergarten ist auf jeden Fall richtig cool, weil du hast halt so ganz viele Stände, wo du auch Süßes oder so deftige Sachen herbekommst. Und dann kriegst du halt ein paar Würstchen, da gibt es einen eigenen Stand mit Drinks. Also es ist ein bisschen wie so ein Riesenbuffet. Yes, also es ist auf jeden Fall richtig cool aufgebaut, der ganze Biergarten. Eigentlich eh wie Heurigen, nur ein bisschen größer. Biergärten sind meistens so richtig riesig für 400, 500 Leute. Schaut auf jeden Fall gut aus und jetzt lassen wir es uns schmecken. Tschüss, man. Der Biergarten ist auf jeden Fall richtig riesig. Da passen auf jeden Fall hunderte von Leuten rein. Und wir probieren jetzt eine Currywurst, die nicht bayerisch ist, aber in Bayern. Die ist perfekt. Kann man nichts anderes erwarten eigentlich. In einem Biergarten, dann hast du die Auswahl von halt extrem guten Speisen und dann kannst du eigentlich nur erwarten, dass es gut schmeckt. Top, Pommes auch, super. Ich finde auch, das Ketchup ist viel besser als normales Ketchup, weil es so süßer ist. Ist das Ketchup? Na sicher. Gemixt mit Curry. Ja, Currywurst-Soße ist Ketchup mit ganz viel Currypulver, oder? Wir sind keine Currywurst-Profis. Wir essen es so gern. Schmeckt so gut, oder? Mhm. Ich muss das Bier probieren. Ach, ja, wir sind in Bayern, das ist perfekt. Früher, als ich noch in München gewohnt habe, waren wir, glaube ich, hier ganz oft. Deswegen kenne ich auch die Spots und so. Das ist der perfekte Biss. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, dass die Pommes ein bisschen schlabbrig sind. Aber das ist geil. Ja. Die passen. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wo wir noch hingehen müssen, das nächste Mal, let me know. Wie viel hat es gekostet? Alles zusammen bitte. Mit Karte bitte. Geht's doch bar? Boah, schwer. 20? Weißt du es? Ja. 33 halt. Was? Weißt du es? Ja. Ich habe extra ein kleines Bier genommen. Ich wollte eigentlich ein großes, aber große 12 Euro. Teuer, aber gut. Dem Ganzen würde ich generell so wieder, das ist halt immer so eine Sache, trennt man das Essen und die Umgebung oder nimmt man so alles als Gesamtrating? Weil ich mache eigentlich immer Gesamtrating. Gesamtrating würde ich sicher 8. Es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, die beste Wurst auf der Welt. Also 8. Cheers. Normalerweise musst du halt auch so eine fette bayerische Breze mitnehmen. Also ich weiß nicht, ob das Video jetzt ein... es beginnt zum Regnen! Drive-by, lass uns verschwinden. Komm, wir fahren mal so weit, bis uns keiner mehr findet. Lass uns heute Nacht allein sein, schon uns ein Zimmer.